Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Johanna an. Diese hat über Kontra die Conversion und Traffic Konferenz geschrieben, welche sie mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Mein Besuch bei der Kontra 2016, die Conversion und Traffic Konferenz. Die Kontra ist ein jährlich wiederkehrendes Event von den Veranstaltern Thomas Klussmann und Christopher J.F. Schreiber. Dieses Jahr fand sie Anfang September am 1.9. und 2.9. in Düsseldorf im Nico Hotel statt und ich durfte zum ersten Mal dabei sein. Was ist die Kontra? Worum es genau geht, verrät eigentlich schon der Titel Kontra, die Conversion und Traffic Konferenz. Es ist ein Event, bei dem mehrere Referenten zusammenkommen, die alle als Experte in bestimmten Bereichen gelten. Dieses Jahr haben 20 Referenten Seminare und Vorträge gehalten, bei denen man anschließend noch Fragen stellen konnte. Die Hauptthemen sind Traffic erzeugen und die Kaufrate erhöhen. Die Zielgruppe besteht also ganz klar aus Unternehmern, Selbstständigen und früheren Angestellten. Die Kontra eignet sich sowohl für Einsteiger, die gerade erst von dem Thema gehört haben, aber auch für Fortgeschrittene oder Veterane, da es um moderne Strategien geht, die gerade aktuell am Markt gut funktionieren. Durch die Vielseitigkeit der Referenten ist gegeben, dass man auf jeden Fall etwas Neues dazulernt. Die Kontra Conversion und Traffic Konferenz wurde 2016 zum vierten Mal gegeben und war die Jahre davor immer ausverkauft. 2016 war die Teilnehmerzahl auf 350 Leute limitiert. In diesem kleinen Kreis ist es gewährleistet, dass man als Teilnehmer genügend Zeit hat, Fragen zu stellen oder man sogar in den Dialog gehen kann mit den Referenten oder auch mit den anderen Teilnehmern. Wie jedes Jahr wurde auch dieses Mal die Kontra live übertragen, sodass man auch, wenn man nicht direkt vor Ort ist, teilnehmen konnte. Die Veranstalter Thomas Klussmann und Christoph J.F. Schreiber. Die Gesichter der Kontra Thomas Klussmann und Christoph Schreiber sind selbst beide erfolgreich als Internetunternehmer. Die Idee der Kontra ist es, den Leuten zu zeigen, wie es richtig geht, wie man sein Unternehmen an die Spitze bringt. Schreiber sieht die Kontra daher nicht wie einen Vortrag, sondern viel eher wie ein Coaching. Thomas Klussmann, den Namen kannte ich schon vorher. Ich habe schon einige digitale Produkte von ihm gesehen und das ein oder andere auch von ihm ausprobiert. Ihn kann man sich in Sachen Internetbusiness definitiv als Vorbild nehmen, denn er gehört zu den erfolgreichsten Leuten, die immer mit der Zeit gehen. Was hat er schon alles gemacht? In seiner Biografie beschreibt er sich als Selfmade-Unternehmer, Gründer und Gesellschafter von 6 Unternehmen, Dozent und Referent an 2 Hochschulen, Buchautor, Business Angel und Marathonläufer. Ich muss zugeben, dass ich mir auf den vorletzten Titel auch keine 3 machen kann. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung fing er ein Studium an und schloss dieses auch erfolgreich ab. Schon in seiner Studentenzeit wurde das Internet für ihn zur Geldquelle und er gründete seinen ersten eigenen Online-Shop. 2011 dann folgt ein weiterer Streich. Er ruft die Gründer.de GmbH ins Leben und begann an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bielefeld und Paderborn zu referieren. Gründer.de ist eine Plattform für Startups, Unternehmer, KMUs und Selbstständige, ein Ort, wo man Antworten zu häufigen Fragen findet und Unterstützung. Man findet Tipps für die Führung und Gründung eines Unternehmens und der Strategien für das Online-Marketing. 2 Jahre später, 2013, gründete er die TK Media GmbH, welches die Basis für weitere Projekte ist. In der ganzen Zeit hat Thomas Klussmann auch digitale Infoprodukte erstellt und vertrieben und gibt regelmäßig Webinare. Zu diesen Infoprodukten gehört zum Beispiel der Traffic Masterplan oder sein Buch Der Weg zum erfolgreichen Internetunternehmen. Christoph J.F. Schreiber hat eine ähnlich beeindruckende Karrierelaufbahn durchlebt. Er ist Co-Founder der Gründer.de GmbH, Vorsitzender von Heinrich Heine Consulting und Gründer von rum-tasting.de. Letzteres ist quasi ein Reisebüro für Rumverkostungen in ganz Deutschland. Schreiber ist seit 8 Jahren als selbstständiger Unternehmensberater tätig, mit dem Fokus auf strategisches Online-Marketing. Von seinen Berufserfahrungen schreibt er häufig in Fachartikeln oder Studien und erhält darüber Vorträge. Er war auch Initiator der One Idea Mastermind, einem weiteren Event von ihm und Klussmann. Die Referenten. Hier einmal die ganzen Namen. Dominik Wöber, Tim Schumacher, Sam Haney, Jörg-Dennis Krüger, Christian Bischoff, Chris Delius, Dirk Kräuter, Jonas Weber, Pascal Fay, Marius Wolos, Oliver Wermeling, Rainer von Massenbach, Björn Tantau, Dirk Michael Lambert, Philipp J. Müller, Laura Geisenbüsch, Ralf Schmitz, nicht der Comedian, Alex Fischer, die beiden Veranstalter selbst und als Special Guest Detlef DeSoest. Egal wie man dem Special Guest gegenübersteht, vom Business hat er Ahnung. Er hat es geschafft, aus seinem Namen eine Marke zu machen und hat außerdem noch ein erfolgreiches Fitnessprogramm konzipiert, I Make You Sexy oder auch Body Change.
Er erzählte zum Beispiel am zweiten Tag über 10 Weeks Body Change und die Celebrity Sports School. Björn Tantau hielt einen Vortrag über sein Spezialgebiet Facebook mit dem Titel Der Facebook E-Marketing Produktfunnel. Warum Facebook so lukrativ ist. Thomas Klussmann hat sich Conversion Tricks, welche deinen Umsatz mindestens verdoppeln, zum Thema gemacht und Schreiber sprach über Umsatzoptimierung mit einzigartigen Monopolproduktbündeln. Weitere Themen waren die Generierung und Erzeugung von Traffic, Automatisierung eines Unternehmens, Traffic-Quellen für Unternehmer, Online und Offline und vieles mehr. Meine Erfahrungen mit der Contra. Die Tage waren voll durchgeplant, die Vorträge waren interessant und dynamisch. Es waren nette Teilnehmer, mit denen man essenzvolle Gespräche führen konnte und die Location war traumhaft. Das sind meine zwei Tage in Kurzform. Der erste Tag. Einlass, Begrüßung, Begrüßung, Vortrag, 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 Pause, Vortrag, Vortrag, Pause, vier Vorträge, Pause, drei Vorträge und Aftershow-Party. Der zweite Tag war ähnlich strukturiert, um 9 Uhr fingen die Vorträge an und um 18 Uhr war man durch. Natürlich gab es Seminare, die mir nicht so gut gefallen haben, weil ich das Thema nicht so interessant fand oder der Redner selbst einfach nicht so das Potenzial hatte, im Sinne von freies Reden vor einem Publikum. Alle Referenten haben sich natürlich irgendwie ihren Platz hier verdient gehabt und hatten sicherlich auch sinnvolle Tipps, weil manche können es einfach besser rüberbringen als andere. Aber gut, das hängt wohl auch einfach von den persönlichen Präferenzen ab. Generell bin ich aus diesen zwei Tagen mit einem tollen Selbstbewusstsein gegangen, mit gutem Insiderwissen und mit neuer Motivation, meine Träume umzusetzen und mein Geschäft an die Spitze zu bringen. Richtig gut gefallen hat mir, dass wirklich immer die Zeit noch da war, um Fragen zu stellen. Auch auf der Party nachher konnte man noch mit vielen Referenten ins Gespräch kommen und die, mit denen ich gesprochen habe, waren auch sehr offen und herzlich. Also ich bin wirklich zufrieden und hatte zwei schöne Tage, die mir geschäftlich und persönlich viel gebracht haben. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr mit neuen Referenten und neuem Input. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.